Winter geschlechtsreif. Das wusste ich noch gar nicht. Paaren sich, selbst in einem Rudel mit mehreren erwachsenen Mitgliedern, im Allgemeinen nur die ranglosen Tiere. Das Alpha-Paar. Aus Beobachtungen an Wölfen in Gefangenschaft weiß man auch, dass erwachsene Rüden an läufigen, aber ranniedrigen Fähen, Weibchen, kaum Interesse haben. Also sie stehen nicht auf Teil. Hinzu kommt, dass das Alpha-Weibchen ein empfängnisbereites, untergeordnetes Tier aggressiv unterdrückt und dessen Paarungsversuch unterbindet. Ranniedrige Männchen werden ihrerseits vom dominanten Rüden daran gehindert, sich auf das Werben eines Weibchens einzulassen. So kommt es, dass das Nebelrodeln in den Wochen unmittelbar vor der Ranzzeit von erhöhter Aggressivität und Rangordnungskämpfen geprägt ist. Rangniedrige Individuen mit starkem Fortpflanzungstreib, wohl bemerkt. Trieb. Ja, aber da steht Treib, Fortpflanzungstreib. So lese ich das vor. Verlassen in dieser Zeit, fertig. Alter, ich glaube noch eine zweite Seite. Ja, ja die was, brauchst was jetzt aber nicht sehen, noch. Was können wir sehen, dass das Wolf ist? Hier ist noch der Rest. Na, jemand fragte mich, ob ich eine Lektüre haben möchte, hat sie mir in die Hand gedrückt und ist schon abgehauen lachend. Häufig ihr Rudel und machen sich auf die Suche nach einem Partner und einem eigenen Territorium. Na, es kam, da kommen doch sicher Sachen wie Schwänze und so zur Sprache. Natürlich ist es lustig. Ja. Warum nimmst du mir jetzt den Scheiß? Das ist voll ins Scheiß. Das ist deine Crew-Lektüre. Wenn du Katzen gehst, dann nimmst du das mit und liest das nochmal gefällig. Wollen, wenn ich Kacken gehe, zum zweiten Mal mussten die beiden sich das jetzt laufen. Dann komme ich nicht dazu. Wer hat das vorgelaufen? Ach, der. Ja. Ah, toll. Ja, das war auch schon. Hast du das von vorgelesen? Ja. Aber da kriegst nichts mehr mit. Da haben wir auch gerade gezogen. Wie der Typ da auf der Treppe. Kohl realisiert nichts. Sind hier irgendwo ein paar Eckflaschen bestimmt? So! Ach du Scheiße! Und damit hallo und herzlich willkommen die Hexenzeit, zur Hexenzeit! Zur 300. Folge! Genau! Oh. Was hatte das jetzt für einen Bezug? Keine Ahnung, das hat überhaupt keinen Bezug. Ja, also. So, what the fuck, ey? Ja, ist es, aber trotzdem, what the fuck? Ja, ne? Macht Sinn! Viel Spaß! Wir hatten letztes Mal den Orden geholt, weiß ich noch. Genau, und jetzt haben wir eine Übernachtungsfeier. Hallo! Hi! Hallo! Oh, hallo, ja, was kriegen wir von dem? Ach so, Laufschuhe. Jetzt erst? Arschloch. Richtig, ja. Wir sind nicht schneller als du. Ja. Das ist die Laufschuhe. So. Das war echt extrem, was ich bei mir das gespielt habe. Wieder abgegangen ist, ey, beim alten Rot, ey. Ja, da. Das ist echt extrem wieder. 100%. Immer wieder. Ja, das ist genial, ey. So, Jenny, es hat ein Spielzeit unendlich nach ein paar Minuten. Ja. Zack, zack. Fertig. Ja, ich glaube, ich hatte maximale Spielzeit, als ich es einmal durchgespielt habe in 2 Stunden. Ey. Maximale Spielzeit? Ja, was heißt weil das man denn? Die ganze Zeit so rumspinnt, dann läufst du auch einfach mal gegen die Wände und bei der Spielzeit... Ja, aber das ist irgendwann das ist nicht maximal. Irgendwann hört der auf zu zählen. Ja. Bei der unser Team ist der Scheiße. Hast doch. Na, dann trainier die doch mal. Ja, bin ich dabei. Das Problem ist nur, toll. Du kannst ja auch was mal wechseln. Was machst du denn da, Steffen? Du bist schon wieder gestorben. Das Problem ist, Rikard Chan ist nicht physisch ausgelegt. Sie und hat nur physisch was? Physische Attacken drauf, macht also kaum Schaden und der Rest ist total unterlevelt inzwischen. Ach, überhaupt nicht, ist doch voll interessant so. Ja, gut. Ja, okay. Mach mal was dagegen, Steffen. Ja, man geht's doch super. Ja, so, siehst du, wir können Level 9 besiegen. Passt doch. Und auf einen. Oh, das wird herrlich jetzt, die nächsten Folgen. Ey, die zweite Arena dürfte kein Problem werden. Wir haben unser mächtiges, wie heißt die? Rikard-Chan, ja. Ja, das stimmt. Geil, das ist aber nichts. Na, wer ist an der Spitze? Rikard-Chan? Ja. So viel zum Thema aufleveln. Ja. Die darf ja nicht zu kurz kommen. Ich will sie ja auch, Kannst du noch im Mondberg gleich noch endless werden? Stimmt, da kommen ja Gestandspuppen. Ja. Ja, das ist eine gute Idee, Pia. Deswegen bist du mit dabei. Ja. Das ist dein Lebensinhalt. Ich hab Lebenssinn gefunden. Alter, Benet, geh weg damit, du Vogel. Nimm dein langes Ding weg. Boah. Alter, könnt ihr euch nicht irgendwie hinsetzen? Können wir auch anständig das irgendwie machen, bitte? Das ist Pokémon. Kein Grund, anständig zu sein. Das wird eine tolle Folge. Bene, es geht mir darum, dass wir das auch aufnehmen und ich das hochlade und ich da wenigstens irgendwie... Das ist ja passiert doch eh kaum was. Ja, ist doch scheißegal. Ach so. Und wenn damit einmal Adolf Hitler auftaucht. Das wäre nicht so gut. Nee, wäre es auch nicht, aber... Den hätten wir dann mit dem... Wir stellen wohl einmal mitten zwischen unseren Kampf da aufgetaucht. Das ist für den voll zu gefetscht worden. Ja, stimmt. Dann hätten wir schon das erlebt. Level 5. Ja. Ne? Ne?
Team, wir haben ganz viele, ey. Das ist doch schon. Was hast du erwartet? Weiß ich nicht. Los, wieder Turn! Läuft. 15. Hier gleich gibt's Entwicklung, Mann. Entwicklung, Evolution. Oh, ich hab auch wieder. Ja. Mit Toiler, hallo. Schlafpuder brauchen wir das nicht wirklich. Schlafpuder ist super. Geht daneben, du wirst angegriffen, was ist doch mal aus Trotzdem wieder daneben der Pokémon ist tot. Oh, guck mal, das ist. Ja, macht Sinn. Lange Haare. Mhm. Ja. Dann noch dieser Anhaltkämpfer oder was soll das sein? Das hat auch gerade dann aufgehört. Definitiv. Und was? Der Typ ärgert sich, weil er sein so ein anderes Pokémon an die Spitze steffen. Ja, könnte ich machen. Theoretisch. Und welches? Sanae ist nach einem Treffer weg. Das ist ein Raupi. Nezumi Steffen, ist runter. Ich hab vorhin gesagt, man kann auch switchen. Was meinst du mit switchen? Na, das Pokémon genau an erster Stelle machen. Ach so, ja. Und dann genau. Tauschen. So wie man früher Kaparo verliert hat, wenn man es sich gleich am Mund oder Schwächis. Genau. Ich bin meistens ist Feuerrot. Da geht nicht der Sheet mit Newfang, oder? Nee. Der nur bei Rot, Blau. Der geht nur bei Rot. Ja. Nur in der ersten Gen meine ich damit. Wow! Ja, das ist Kukuna. Das ist jetzt eh Hassan. Siehst du, da kann jetzt auch ein anderes Pokédex bekommen. Dann Sanae oder Akane, komm hier. Können wir noch Renki? Nee, Renki. Boah, geil. Das ist Safkorn, ist ja Safkorn, mal episch. Genau. Das sieht doch mal richtig geil aus. Ach, dann. Mit Vorspeed und oh, nee, dann haben wir das so. Naja, aber das geht zu viel. Ja, kriegt es aber so oder so. Ich mach jetzt hier noch gerade. Weil ich mich da drin noch ein bisschen hoch. Was eigentlich eh keinen Sinn macht, weil ich gleich genau und erstmal aufheile, damit ich die anderen auch trainieren kann. Achso, Gift, genau, da war ja was egal. Und das kann man noch zwei machen. Ja. Sollten wir nie machen, das geht eh bei uns immer schief. So Colin, Geduld. Guck mal hier. Geduld und einmal war es noch mit der Angeberei. Was hat er gerade eingesetzt? Ich weiß nicht, war glaube ich Geduld. Ah ja, okay. Lass mal trotzdem weitermachen. Ich weiß noch, einmal hat uns Angeberei gefistet, wo wir dann Genesung einsetzen wollten, aber durch Angeberei verwirrt waren immer noch kein. Ach ja, das war Bibliothek. Also warte mal, was war das? Mr. Soft. Mr. Soft. Alter, Mann, das ist Mr. Mr. Soft. Soft. Das war Mr. und Mrs. Soft in 1. Ja, das ist schlimm. Dann konnte ich das immer so falsch verfestigen. Ich meine, das würde... Ach verdammt, lass es ja das. Hey, es ist vergiftet. Ha! Okay. Das war... Entwicklung, ja, das hier ist nicht so schnell. Nee, mach ich auch extra langsam und pssst, Musik hören. Oh, die Entwicklungsteam. Da bin ich mal gespannt. Okay, das sieht... Ah, ich glaube, ich weiß ungefähr, wie es aussieht. Ne? Ja, deswegen ist das so weiß auch schon im Voraus. Ach, du Scheiße. Nicht schlecht. Aha. Auf jeden Fall. Ist bei der dritten was Fettes. BBW, Mann. Oh Mann, ey. Wann lernt, weißt du, wann Taubsi irgendwie einen Flugmove lernt? Also bald. Wenn 30 oder so. Bald. Ach, bald. Ja, aber ein Scheißmove, oder was meinst du? Na, Windstoß. Ja, ist aber trotzdem Flug, oder? Windstoß hat es von Anfang an. Nein, nicht hier. Yes? In, ja. Achso, das sind die neuen, das war es ja eine Flugart. Ja. Nee. Aber zum Tackle, die Gamble, ja, ich finde das auch nicht geändert. Ja.
In Rot und Blau war ja auch Windstoß, weil er noch Straßen. Weiß ich gar nicht. Das war normal. Kann noch normal sein. Rein war das normal. Ja. Aber das ist ja... Mal war es ja eh scheiße. Ich hab wieder aus Tackle gebracht, weil es vorher halt einfach keine Luft gemacht hat. Das ist Disable? Frechheit. Oh, ich dachte jetzt so an Flügelschlag, das wäre ja bei 30 Jahren oder so. Ernsthaft? Nicht rum. Moment, hat er das schon? Nein, ist ja keine Kampfattacke. Gut. Das Kiet ist bei... Hätte sein können. Ja, ich weiß das 12. alles nicht. Das ist ganz gut okay. Aus. Alter, verdammt. Ja, das war immer das nervige Gesang. Ja. Tada! Gesang ist nervig. Ja, aber ich will jetzt nicht damit drin bleiben, weil das ist... Ein Treffer und die sind weg. So kriegen sie zumindest etwas EP. Hast du das jetzt erst gemerkt? Was? Keine Ahnung, so, hast du das jetzt gesehen? Links, ja. So, von daher. Level 7. Jawohl, Quick Attack ist doch ganz gut. Und Quickie halt. Ne? Wie hieß sie gerade? Robin? Die hieß Robin. Ja, klasse. Weiter. Hopp, schneller, los! Oh. Nein, erstmal. Erstmal ein Kappa holen. So. Keine Ahnung. Mann. Ja, klar, warum nicht? Magic Cup, Look, Sakana. Nein. Saki. Saki einfach. Dann hat man so die Verbindung zu. Saki. Nee, S-A-K. Saki. So heißt ein Anime. Und der geht nur ums... Das geht um Scheiße. Kann ich mir jetzt mal angucken? Alter. Das, was immer Kokoro spielt. Mahjong. Ah, Mahjong. Ja, auch nicht schlecht. Das Geräusch. Hallo. Voll das sexy Schnurrbart, den sie hat, ey. Nee, irgendwie oh, nicht. Oh, verdammt. Oh, ich bin zwar gerade was Gutes eingefallen, was diesen Schnurrbart ich bin mal gerade hier... Eine Frau mit Schnurrbart? Nein, nein, ja, was sie da, was halt das Kopfhörer hatte. Ich meine, das könnte man ja benutzen, um ja, Level 11 passt. Eigenen Ding dann zu zwirbeln. Ja, genau. Ich hätte aber Angst, wenn sie ein eigenes Ding noch haben. Nein, nein. Gut, das Trainieren, Nein. Boah, okay. Ja, klar, komm. Ja, du schaffst es, Happy Tag. Bam. Und weg. Du schaffst es auch keine Leute. ja, komm. Oh, heute mal ein Angriffsfall gesehen. Alter Vater. Guck, wie mächtig das ist. Das geht mir gerade voll auf die Eier, ey. Überlebenstrieb, ey. Komm. Und noch eins, das sterben wird. Nee. Oh, heftig. Ich wusste es, ich hab Vertrauen. Du bist voll der Ash. Ja. Lame. So. Gibt das Erziehungsstelle, ey. Ash ist... Oh. Mein Gott, das braucht wieder Zeit, ey. So, alles klar. An der Stelle spreche ich mal einfach ab. Pokédex 9. Hey, wie die Ort von Gary. Und dann, beende ich einfach die Folge. Ja, weil das voll scheiße war. Erzählt, ne? Oder ich weiß jetzt nicht, wie lange es genau ging. Eventuell schneide ich das auch noch zusammen, aber ein klein wenig trainieren. Was meint ihr? Och, ein bisschen geht eigentlich noch. Mit Speeden, ne? Dürfte drin sein. Dann machen wir das mal eben. Und in der nächsten Folge oder am Ende der Folge kommen wir außerhalb der Trainingsergebnisse. Ich bedanke mich auf jeden Fall an der Schlippe fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So, ihr komischen Menschen. Weil jetzt müsste... Ah, ja. Willkommen zurück. Hallo. Gleich nochmal kurz Trainingsergebnisse zeigen. Das, das Video. Okay, ist jetzt... ist jetzt auch so ziemlich der letzte Trainingskampf, den wir machen werden. Packen wir noch in die Folge rein, denn jetzt sollte sich Sanae entwickeln. Jawohl. Level 10 wird zum Smetbo. Lernen wir Sanae in der letzten... Hatte sich bereits zu Metapod entwickelt, zu... Saftkorn, aber hatten wir draußen gelassen, kennen wir ja schon. Und das kennen wir jetzt noch nicht, deswegen... Oha. Oh ja, doch. Lilane Haare, Biene. Natürlich.
ist Flechtner. Sie ist böse. Und Konfusion natürlich auch wieder gelernt. Sehr schön. Schön. Und gleich mal wieder. Ja. Alter, auch gut. So, ich sag dir jetzt irgendwas gegen die. Jawohl, Leute. Wobei ein Jungen da eigentlich wirklich gar nicht so schlecht. Inwiefern? Also Jungen im Team. Einfach. Ja. Ja, wir haben keine Bälle mehr. Colin hat alle unsere Bälle verloren. Also das ist meine Schuld war. Ja, du hast sie ja gebraucht. Das ist alles deine Schuld. Ja, alles deine Schuld. Dann besorge ich uns nochmal Bälle. Immer schön in den Kopf essen. Das ist ja gerne beim Speed, oder? Ja, dann auf einmal ist man irgendwo. Ja, wir haben was dagegen so. Ich halte mal kurz an mir auf. Was? Stromdieb. Also Folge zu Ende oder nein? Wo wollen wir jetzt? Wollen wir jetzt als nächstes wir können eben noch das Nidoran fangen. Der Nidoran, ja sagt. Ja klar. Schwächst es ein bisschen und dann passt das irgendwie schon. Ich meine erstmal Nidoran soll kommen. Ja, natürlich. Und Level up für Sanae, sehr schön. Ah, direkt weggeklatscht. Aber das hat er es früher. Ja. Was hat es nicht, ne? Ich hab, das hat gerade Gesang gemacht und dann hat sich geheilt? Mit einer Beere. Oh, so na gut, ich war okay. Ein Menki, ja. Tschüss, Menki. Da ist eines. So. Jawohl, wir haben wieder was. Ja, Nickname geben. Die ewige Frage. Scheiße. Männlich. Die eine von die so junghaft aussieht von Alpen Master. Ach so. Was denn da? Oh. Madoka? Nee, verdammt. Madoka, das ist ein Anime. Ja, ja, weiß ich gerade nicht. Welche heißen denn oft? Ja, ich google das jetzt gerade. Achso. Weil der Name passt ganz gut. Bestimmt passt er. Ja. Welcher passt denn? Ja, ja. Euer Name, den ihr euch ausdenkt. Achso, ich dachte immer. Ja, laden, mach hin. Ich will das jetzt nicht ewig warten. Okay. Auf jeden Fall kann schon mal ein M eingeben. Nein. Ja, bin gleich soweit, muss runterscrollen. Ja, Steffen kommt gleich. Der ist auch noch besser. Makoto. Ja, Makoto kann ich auch schreiben. Ja gut, ich wollte es ja nur zeigen. Könnt's aber auch lesen. Ja, Colin wird's extra kreativ. Laser. Ja, ich kann's jetzt, ja. Makoto! Scheiße, wie macht. So, und dann kommen wir Koto ins Team und dann sind wir, glaube ich, auch weiter. Ja, das passt ganz gut. Hey! Tja, immer die harten Entscheidungen. Das ist Level 10, das ist Level 12. Mackie, oder was? Das sieht nicht so geil aus und Habitat auch nicht. Genau, da haben wir es auch geklärt. Alles klar, dann spreche ich nochmal kurz ab einfach. So, ja, aber Rasach wird bestimmt hammergeil. Ja, ja, da wirst du nicht. Ja gut, wir sehen es irgendwann. Klar, bei den Bikers. Dann bedanke ich mich an der Stelle fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.